Servus Freunde, ich habe heute ein anderes Thema für euch mitgebracht und zwar meine Meinung zu Pokémon Legenden Arceus. Was mir auch zwar anderweitig Ärger und Trubel eingebracht hat, aber das soll jetzt mal kein Thema sein. Dann habe ich daraus mir noch ein paar Themen gezogen, so viel kann ich euch sagen, die im Laufe der Zeit kommen werden, wann wie wo, nagelt mich nicht drauf fest. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Wie er jedem bekannt sein sollte, ist der mehr oder minder komplett Open World, dem so Teil Monster Hunter Open World Ableger von Pokémon erschienen, Pokémon Legenden Arceus. Und ja, wir wissen ja alle, Game Freak hat es nicht so mit dem Entwickeln. War schon so, ist schon so, und wenn sie nicht einfach nur Publisher werden, wird es wohl auch so immer so bleiben. Ich habe auch Breath of the Wild gespielt. Und im direkten Vergleich, ach du grüne Neune, was haben sich die sich einfallen lassen, um das so zu gestalten? Aber ne, da gehen wir mal so gut ich kann genauer drauf ein. Ich werde euch Quellen für noch mehr genauere Angaben in die Videobeschreibung packen, nämlich Videos von Samp Zockt, das er hier an dieser Stelle erwähnt. Und ich sage es mal so, als Zuschauer sieht man Sachen, die man als Spieler nicht sieht. Zum Beispiel das ein oder andere Inkognito oder das Kryptoglicht. So viel kann ich euch spoilern. Das sind so die großen Nebenaufgaben. Es mag zwar für einen Zuschauer, wenn man sich auch zurücklehnt, relativ angenehm sein, aber von der Optik, was haben sie sich an dem Grafikdesign gedacht? Aber es soll nicht heißen, dass ich keinen Spaß gehabt habe an dem Spiel. Im ersten Anmachen, im Vergleich zu, war es ein Zehntel weniger als bei Breath of the Wild. Breath of the Wild bin ich 30 Stunden beim ersten Mal gesessen. Hatte ich aber auch viel mehr Spaß und da gab es auch eindeutig mehr zu entdecken. Und die Welt war um einiges größer gesamt und man hatte viel mehr Freiheiten. Das muss sich Game Freak echt abgewöhnen, wenn sie so Open-World-Ableger im Legends-Bereich machen, dass sie das cappen. Und dass man Rezept für alles braucht. Gerade das bei Breath of the Wild, das Entdecken. Was machst du zum Beispiel aus Büschel Gras, ein Apfel und ein Stück Fleisch? Oder aus ein bisschen Salz, ein Stück Fleisch und noch irgendwas? Da hat man es richtig gemacht. Man hat die Kreativität des Spielers gefördert. Und das freie Erkunden noch nicht so, das cappen wir jetzt, dann cappen. Hallo. Es ist nicht das erste Open- oder Semi-Open-World-Spiel, was ich gespielt habe. Ich weiß, wie das funktioniert. Da sag ich's nochmal offen und ehrlich. Nein, es war zwar, da schließe ich mich einigen an, ein Schritt. Ein, war nicht gerade kleiner, aber es war nur ein Schritt. Auch wenn sehr viele Pokémon-Spiele bis jetzt erschienen sind. Bei Legends haben die doch gar keinen Druck. Die haben keinen Anime-Druck. Da können sie sich frei austoben. Da können sie auch mal investieren. Ich weiß, es ist wirklich mimi. Ist aber auch so. Bei der Questaufstellung hat man es ziemlich simpel gehalten. Es gibt Leute, die mögen es ziemlich simpel. Und es gibt Leute, die mögen es komplizierter umschrieben. Und ein Beispiel ist, wie fangen wir einen Wampel? Ja gut, ist eine einfache Quest. Die macht man ja mal so in den ersten 3 Stunden. Ich weiß, das ist übrigens eine einfache Darstellung als in World of Warcraft. Habe ich nie gespielt, aber ich habe von der Menge gehört. Aber irgendwie erst wie er mag. Wenn ich zum Beispiel bei Zelda sind die Nebenquests für die Schreine zum Beispiel schwieriger aufgestellt. Komm an den Schrein, ohne die Blumen zu berühren. Ja, wie machst du das, wenn es da eben einfach nur durchrennst? Oder gewisse Rätsel lösen. Wie komme ich jetzt an den Schrein ran? Aber ich habe nicht genug Feuer dabei. How I do this? Und immer so weiter. Für Freunde der Lore, die haben den Spaß ihres Lebens, so viel kann ich euch sagen. Und dass dies aufs 19. Jahrhundert basiert, so wie man das sieht, would make some sense. Die Klamotten, zum Teil auch die Technik, vielleicht ein bisschen was hätte man auch an der Sprache des 19. Jahrhunderts ohne das Rassistische aus jener Zeit, aber das ist ein komplett anderes Thema. Ich weiß, für viele wäre es dann, das kann ich aber gar nicht. Da reg ich mich mal nicht drüber auf. Das wäre zu viel des Guten, um es mal so zu sagen. Bei Zelda weiß man ja, okay, das ist basiert mehr auf Mittelalter. Das merkt man auch zum Teil an der Sprache der Charakter oder auch am Kleidungsstil, dass es mehr mittelalterlich gehalten ist. Und eben bei Breath of the Wild, da konntest du aufteilen, wie du lustig bist. Bei Pokémon hat man mir diese gleich vorgegeben. Mag es auch von der Geschichte her Sinn machen. Aber mit einer Complete Open World, was ich mir fürs nächste Legends wünschen würde, ohne so eine Hub-World, sondern direkt alles in der Open World. Da kann sich Game Freak, wenn sie es selber entwickeln wollen, das Zelda-Team von Breath of the Wild mal ausleihen. Die wissen, wie so eine komplett Open World geht. Ja, man kann es mit Streaming machen, wie siehe Breath of the Wild. Das Technikvideo dazu werde ich euch verlinken. Auch wenn die Switch im Vergleich zu anderen Konsolen nicht die krasseste Power hat, aber von allen Nintendo-Konsolen bis jetzt hat sie die größte Power. Das heißt, da hätte Game Freak Rück mehr machen können. Da merkt man, Nintendo und die Pokémon Company und so, seit Iwatas Tod hat sich da einiges zum, ja, wie sagt es Mr. Krabs so schön? Geld, Moneten verändert. Tja, aber da rege ich mich heute mal auch nicht drüber auf. Nochmal, um auf die Geschichte zurückzukommen, ganz einfach. Die Figur, die man spielt, ob jetzt Männlein oder Weiblein, ist einem selbst überlassen. Kommt aus einer anderen Zeit, in einem anderen Raum.
und man muss das Lexikon jener Zeit vervollständigen. Mit ein paar Twists, aber hey. Wenn man mal woanders unterwegs sind, in-game, dann hört man manchmal auch die Musik, die zu dem Gebiet halt eben auf das Sinnoh andeuten soll, was dort und dort liegt. Living Decks bzw. Oak Challenge Spieler sind faktisch im Paradies. Die sind dort im Paradies. Speedrunner und hier Challenge-Spieler, die sind da eher nicht so ganz im Paradies. Weil ich selber habe privat eine Living Dex Challenge gespielt. Das heißt, jede Linie zu haben im Pokédex und davon auch jedes Pokémon. Mir hat das persönlich Spaß gemacht. Ja, ich weiß, ich habe sehr viel auf Game Freak rumgehackt. Wer macht es nicht? Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und dann sag ich bis zum nächsten Mal. Ach übrigens, abonnieren, bewerten und so nicht vergessen. Und kommentieren. So, jetzt hat. Ciao, ciao!